Das Bundesliga-Trio Berlin Recycling Volleys, VfB Friedrichshafen und United Volleys Frankfurt hat in der Champions League die nächsten Niederlagen kassiert. Der deutsche Volleyballmeister aus Berlin unterlag dem polnischen Team Trefel Danzig mit 0:3, 20:25, 21:25, 36:38 zu 38. Friedrichshafen verlor knapp mit 2:3, 19:25, 19:25, 25 zu 22, 25 zu 19, 14:16 gegen Schaumen VB aus Frankreich. Bereits am Nachmittag hatte Frankfurt 1:3, 12:25, 25:23, 22:25, 21:25 bei Halkbank Ankara in der Türkei verloren. Für die drei deutschen Teams war es jeweils die dritte Niederlage im vierten Vorrundenspiel. Dennoch ist das Weiterkommen noch immer theoretisch möglich.